Einen wunderschönen guten Tag. Huhu, hier sind ja wieder bei The Whispered World. Ein unheimlich schönes, stimmungsvolles Spielchen. Ich weiß nicht, wie lange es geht. Weiß ich irgendwie bei keinem meiner Let's Plays. Außer bei Minecraft, da weiß ich's. Yay, unendlich! Super. Ja, letztens haben wir festgestellt, wir müssen für diesen unwahrscheinlich netten Kerl einen Fisch fangen. Als wie wenn wir nichts Besseres zu tun hätten, als Fisch zu fangen. Aber egal, dann tu mal Fisch fangen. Gucken wir mal. Ich glaube ja nicht, dass ich imstande bin, Fische mit der bloßen Hand zu fangen. Nein, keine Chance. Ich komme nicht nah genug an die Fische heran, ohne dass sie vor mir flüchten. Ich bin einfach zu ungeschickt. Oh, dann könnten wir doch den Spot nehmen. Den nehmen wir jetzt und schmeißen wir in den See. Er hat schon genug getrunken. Doch nicht. Dann gehen wir in den Boot. Das hier ist übrigens mein Haustier, Spot. Ist er giftig? Nein. Aber er kann giftig werden, wenn man ihn reizt. Da besteht keine Gefahr. Wir Chaski sind gut Freund mit allen Tieren. Ah! Ich kann auch giftig werden, wenn man mich reizt. Also nur so im Übrigen. Ah ja, mein Ast, den braucht man schon mal. Da bin ich mir sicher. Was wäre eine Angel ohne Ast? Was wäre Fischen ohne Angel? Sagen wir es mal so. Achso, das soll uns nur zeigen, dass es da rausgeht. Okay, dann könnt man jetzt mal schauen. Ich vermute ja jetzt mal, dass ich den Ast irgendwie mit dem Habe ich wirklich nichts Wichtigeres zu tun, als Opa zwischen den Zähnen rumzupulen? Ich ja, bin so eine Lusche. Du bist doch keine Lusche, Cedric. Ich dachte nur, oder Cedric, ich dachte nur, vielleicht könnte man damit spawnen. Ah, Haarnetz. Na, mal sehen. Ein dürftiger Kescher für einen dürftigen Clown. Passt doch. Och, Cedric. Na, nimm's, nimm's, nimm's. Hey, das hat ja tatsächlich funktioniert. Da Juhu. Hat der ungeschickte kleine Bruder wohl doch mal was geschafft, hä? Und jetzt mach mal Fischi Boote. Ich habe es geschafft. Ich habe einen Fisch gefangen. Oh, miam. Roh? Lecker. Das ist die erste gute Nachricht seit Monaten. Erzählst du mir jetzt von deiner Mission? Ich habe es ja versprochen, aber sei gewarnt. Wenn du mir hilfst, begibst du dich in große Gefahr. Die Askil sind mir dicht auf den Fersen. Ich sollte mich eigentlich schon gar nicht mehr hier aufhalten. Jetzt übertreib mal nicht. Du hast ja keine Ahnung. Also, bist du dir ganz sicher, dass du damit reingezogen werden willst? Das hatten wir doch schon. Ich bin mir absolut sicher. Wie du willst. Also, hast du schon einmal von Scharna gehört? Geh mal wieder der Reihe noch durch. Ich bin wieder still und lass das Ganze hier auf uns wirken. Scharna, Scharna, Scharna. Da läutet etwas. Aber sag du zuerst. Sie ist ein Orakel, eine Art Hellseherin. Und der Legende nach wohnt sie hier irgendwo im Herbstwald. Aber es ist wohl doch nur eine Legende. Ich hab mich schon halb tot gesucht. Ich werde die Suche abbrechen. Ich darf mich nicht zu lange hier aufhalten. Ich fürchte nämlich, die Askil sind mir auf den Fersen. Meinst du, dass meine Träume etwas zu bedeuten haben? Mein Bruder Ben sagt, ich soll mir keine Sorgen machen. Ja, hör auf deinen Bruder. Schlaf einfach weiter und tu so, als wärst du niemals mit den großen Problemen dieser Welt in Berührung gekommen. Ja, als hättest du mich nie getroffen. Das ist besser für dich. Ignoriere einfach, dass die Welt am Abgrund steht und dass wir alle dem Untergang geweiht sind. Trägst du nicht ein bisschen dick auf? Ach, du denkst, ich übertreibe? Es hat bereits angefangen, Sedgwick. Das Land zerfällt. Das Ende rückt immer näher. Wie in meinem Traum. Das war dein Traum? Oh, das ist nicht gut. Das ist gar nicht gut. Wieso? Es sind nur Träume. Nur Träume? Nur Träume, sagt er. Und wenn nicht? Was, wenn es eine Vision ist, hm? Eine Vision, sagst du? Zugegeben, sehr unwahrscheinlich in deinem Fall. Nur wichtige Leute haben solche Visionen. Könige, Orakel und Chaski. Trotzdem, der Gedanke ist beunruhigend. Sag mal, wegen dieser Scharna. Ja, was ist mit ihr? Was willst du denn von Scharna? Corona ist weit entfernt. Ohne Hilfe würde der Weg dorthin Monate dauern. Ich habe die Hoffnung, dass Scharna Rat weiß. Es muss eine Möglichkeit geben, den Weg zu verkürzen. Ich muss auch mal wieder was sagen. Ein Orakel?
Kann sie auch Träume deuten? Natürlich. Dann muss ich auch zu ihr. Vielleicht haben meine Träume etwas zu bedeuten. Ich kann dich ja mit hinnehmen. Wirklich? Das wäre großartig. Endlich werde ich rausfinden, was es mit diesen Träumen auf sich hat. Vorausgesetzt natürlich, wir finden sie. Wo soll ich denn nur anfangen zu suchen? Ich weiß nur, dass sie in einer Hütte mitten im Herbstwald leben soll. Aber wo genau? Keine Ahnung. Ich bin über die Hügel im Osten gekommen. Von da aus hat man einen ganz guten Ausblick über das Tal und den ganzen Herbstwald. Aber eine Hütte? Fehlanzeige. Das Einzige, was auch nur entfernt an Gebäude erinnert, sind diese Ruinen im Westen. Aber da war ich auch schon. Ein paar Säulen und Statuen. Sonst nichts. Dann gibt es da wohl noch eine Höhle nahe der Berge. Tja, und schließlich bliebe nur noch der Wald selbst. Vielleicht kann man sich ja von diesem riesigen Baum im Süden einen Überblick verschaffen. Wenn du willst, zeichne ich dir diese Punkte auf deiner Karte ein. Tja, das wäre zumindest ein Anfang. Okidokay. Genug von Shana. Lass uns über etwas anderes reden. Wie du willst. Was hast du denn sonst noch auf dem Herzen? Also, Charlie sagt das hier. Hört man das? Muss ich dann nochmal überprüfen. Charlie sagt Schnurr. Bis später. Ebenso. Und melde dich, sobald du einen neuen Hinweis auf Shana hast, ja? Jetzt lass mein Kabel in Ruhe. Ich will spielen. Entschuldigung. Ja, dann... ich habe versehentlich Escape gedrückt. Entschuldigung. Dann. Jetzt habe ich schon wieder Escape gedrückt. Entschuldigung. Bah. Dann. werden wir jetzt einfach mal da lang gehen. Dann wird uns wohl die Karte wieder geöffnet werden. Hoffe ich. Ja. Bin ich gut? Ufer? Zirkus? Höhle? Baum? Ruin? Gut. Dann klappert man alles ab. Das Wuselfiech ist auch da. Wir haben hier nur 4 Hotspots. Wir haben hier daraus und daraus. Und wir haben hier ein Loch und ein Harz. Okay, das Harz werden wir wahrscheinlich nehmen können. Mit bloßen Händen bekomme ich das Harz da garantiert nicht runtergekratzt. Alles, was ich bekäme, wären klebrige Finger. Dann nehmen wir die Schaufel. Das hilft mir auch nicht, da hochzukommen. Ja, aber du sollst doch das Harz nehmen. Das hilft. Sedwig! Du sollst das Harz nehmen. Ja gut, ein Taschentuch. Ah, jetzt. Und? Damit kriege ich das Harz nicht ab. Ich würde mir nur die ganzen Taschen verkleben. Ich bräuchte eine Art Gefäß. Eine Art Gefäß, sowas wie ein Gebiss vielleicht? In die Schatulle. Die haben wir aufgehoben. Nur das Harz, der Hotspots vom Harz ist so schwer zu treffen irgendwie. Ja, da war's. Mit dem Kästchen bekomme ich das Harz nicht vom Baum. Ich bräuchte ein besseres Gefäß. Ach so, okay. Na gut, dann halt nicht. Das Loch ist zu klein für meine Hand. Außerdem, wer weiß, was da für widerliche Insekten drin wohnen. Dann ist es wohl wieder eine Sache für Spot. Spot kommt. Wie sollen wir da nur hochkommen, Spot? Nein. Bei deiner Höhenangst? Du sollst nicht hoch, du sollst in das Loch. Als Bot noch eine Larve war, hat er durch jedes Loch gepasst. Da war er noch niedlich. Also nicht mehr. Okay. Das heißt, im Moment können wir hier nichts machen. Dann werden wir, wenn wir da lang gehen, wohl zu den Ruinen kommen, oder? Oder wir kommen einfach nur wieder auf die Karte. Yay. Ach Gott, schrecklich. Dann klappern wir mal die ganzen Hotspots ab. Eine Schildkröte, die werden wir mal mitnehmen, aber ich glaube nicht, dass wir die mitnehmen können. Ich sehe keine Schildkröte. Das soll eine Schildkröte gewesen sein. Tatsächlich. Aber weswegen haben wir die mitgenommen? Das kann ich nicht mitnehmen. Es ist in den Stein gemeißelt. Auf der Zunge ist etwas eingraviert. Hier steht: In Gedenken an die mächtigen Meeraugen. Sie beschützten unsere Welt über Jahrtausende hinweg. Sie wachten über uns aus zahlreichen Augen. Wir brachten ihnen die runden, grünen Früchte der Fatali-Baumelone als Opfer dar. Und sie dankten es uns, indem sie Licht in unser Leben brachten. Steinmetzpoeten. Ja, ist aber schon fast ein bisschen viel Text gewesen für die drei Zeilen. Oder vier.
vier Zeilen und ein Pünktchen. Gut, jetzt haben wir die mitgenommen. Ich weiß zwar nicht, wieso. Nein, da bewegt sich nichts. Wie in meinem Leben. Oh, Cedric. Entweder hatten die Menschen früher seltsame Köpfe oder schlechte Bildhauer. Da wächst eine dichte Moosschicht auf der Statue. Thomas Moos mitnehmen? Vielleicht brauchen wir es. Mit bloßen Händen bekomme ich das Moos niemals ab. Oh, geht es jetzt wieder los? Müssen wir eine Schaufel? Ist aber eine sehr interessante Tasche. Moos. Damit kann ich hier nichts ausrichten. Wenn ich die Wohnwagen entmoose, benutze ich immer ein feuchtes Tuch. Oh Gott, das ist umständlich. Cedric, du kannst auch eine Schaufel dafür ja, nehmen. Ja, das könnte klappen. Nanu, was haben wir denn da? Ein Loch. Hier fehlt offenbar etwas Bestimmtes. Eine Art Schlüssel? Ui, im Busch wahrscheinlich drin. Da hinten scheint es eine Art Weg zu geben. Ich muss hier irgendwie durchkommen. Da hinten scheint es eine Art Weg. Ich muss hier irgendwie... Gut, das hatten wir schon gehört, Cedric. Das brauchst du mir nicht nochmal sagen. Wir könnten es mit der Schaufel versuchen, aber ich bezweifle... Mit der Schaufel kann ich hier wenig ausrichten. Eine Heckenschere wäre hier eher angebracht. Okay, gut. Dann werden wir wohl erstmal von hier weggehen. Ach, das Wappen können wir auch noch anschauen. Und wenn wir da weg sind, dann... Das ist das Wappen des Königs. Ach so, mehr nicht? Okay. Dann gehen wir wohl zum nächsten Punkt. Geht's jetzt hier raus? Ah. Und zwar haben wir da noch einen dritten neuen Punkt auf der Karte. Mal schauen, ob der uns was bringt. Ich fürchte, das Spiel wird kompliziert. Boah, ich fürchte es jetzt schon. Okay, hier haben wir... Totem, Schlüssel. Totem. Und die Höhle. Achso, Schüssel. Ich habe Schlüssel gelesen. Das könnte ich fürs Harz verwenden. Das scheint eine Art Behälter für Opfergaben zu sein. Dann nehmen wir die doch mal mit. Nein, die Schüssel ist fest mit dieser steinernen Totemfigur verbunden. Ach so. Und die Schaufel? Nein, die Schüssel ist fest mit dieser steinernen Totemfigur verbunden. Okay, dann halt nicht. Was sagt das Totem? Das hier scheint eine Art Kultstätte zu sein. Ein Friedhof? Nein, wohl eher eine Opferstelle. Ich kann doch auch Ich habe sprechen. Es mir zur Regel gemacht, keine fremden Kultstätten zu schänden. Es reicht schon, wenn mich mein eigener Gott hasst. Gut, die anderen Totems schauen wir uns jetzt mal nicht an. Wenn wir nicht weiterkommen, können wir das immer noch wiederholen. Wir wollen ja weiterkommen. Denn wir wollen Harvest neu Augen spielen. Okay, hier haben wir wieder mehrere Holzbots. Hier mal. Igitt. Was geht denn da denn ab? Pilz? Schauen wir uns doch mal an. Die Natur bringt die wunderlichsten Arten hervor. Und manchmal habe ich den Eindruck, sie tut das nur, um mich zu ärgern. Ja? Ich bin nicht hier, um Pilze zu sammeln. Und diese dort schon gar nicht. Okay. Dann haben wir hier Pilz, hier haben wir Pilz, hier haben wir Spinnennetz, hier haben wir Pilz. Super. Schauen wir uns das Spinnennetz mal an. Okay. Das war gerade der Augenblick, in dem meine Verdrängungsmechanismen eingesetzt haben. Ich werde im Folgenden nicht mehr darüber reflektieren, dass noch niemals irgendwo ein Spinnennetz einfach so entstanden ist, ohne eine entsprechende Spinne. Ja, natürlich würde ich das Netz auch mit bloßen Händen zerreißen. Aber ich habe da diesen Splitter im Finger. Und das Netz sieht wirklich stark aus. Und es hat vor allem nichts mit meiner Spinnenphobie zu tun. Also, na gut, wenn du das sagst, Cedric, dann... Mal sehen. Nein, das Netz ist zu stark. Auf diese Weise komme ich hier nicht durch. Mal gut. Sehen. Nein, das haben wir schon. Das haben wir schon. Wir könnten es jetzt noch mit Opas Gebiss versuchen. Das ist das Einzige, was wir wohl dabei Mal haben, sehen. Was bringen könnte. Nein, das Netz auf diese Weise... Okay, gut. Dann müssen wir wohl vorerst mal wieder raus. Ui. Dann könnten wir jetzt schauen, ob wir noch was finden bei den Wegen.
da bei Settle, bei Ben und bei dem Opi, ob wir da noch irgendwas finden. Eine Heckenschere bräuchten wir. Und vielleicht hat aber auch er noch was für uns. Ich meine, in dem Rucksack da, da muss doch irgendwas drin sein. Die haben uns auch noch nicht. Die Insel scheint bewohnt zu sein, aber sie ist zu weit weg, um hinzuschwimmen. So weit ist es jetzt auch nicht. Bobby sieht nervös aus. Sedgwick, psst, hast du das auch eben gesehen? Was? Ich glaube, es sind die Askil. Sie haben mich gefunden. Ach, so ein Unsinn. Du bist wirklich der größte Feigling, der mir je untergekommen ist. Aber sie sind hier. Ich bin mir ganz sicher. Ich muss fort, so schnell wie möglich. Wenn die Askil den Flüsterstein in die Hände bekommen, ist alles verloren. Warte noch. Ich habe in den Ruinen etwas entdeckt, eine Art Mechanismus. Einen Mechanismus? Den muss ich übersehen haben. Da war auch eine Fassung für einen Stein. Eine Fassung, sagst du? War ein königliches Wappen daneben? Ja, woher weißt du das? Donnerlittchen, Sedgwick, das muss die geheime Passage zu Shanas Hütte sein. Nun, leider ist sie versperrt. Mag sein. Aber wir haben den Schlüssel. Solche Wappenschlösser gab es früher im ganzen Königreich. Ich bin mir sicher, dass der Flüsterstein dort passt. Der Flüsterstein? Na dann, worauf warten wir noch? Okay. Das heißt, nein, warte. Jetzt hätte ich vor lauter Aufregung doch beinahe die Askil vergessen. Sie dürfen mich auf keinen Fall finden. Das kann doch nicht dein Ernst sein. Doch. Ich bleib lieber hier. Dann gib mir wenigstens den Stein. Ich könnte hier allein mit Shana reden. Was? Unmöglich. Ich kann dir doch den Flüsterstein nicht geben. Ja, das Schicksal der Welt hängt davon ab. Was, wenn du einen Fehler machst? Wenn du mir den Flüsterstein nicht gibst, finden wir Shana nie. Du kannst den Flüsterstein nicht bekommen. Der Stein wurde mir persönlich anvertraut. Ich habe versprochen, ihn nicht weiterzugeben. Dann komm halt mit. Nein, ich hab's dir doch schon gesagt. Die Askil sind in der Nähe. Eigentlich sollte ich gar nicht mehr hier sein. Aber du hast mir auch versprochen, dass wir zu Shana gehen. Das stimmt zwar, aber... Dann gib mir den Stein. Wir sind doch quasi ein Team. Oder habe ich dir etwa nicht geholfen? Naja, schon. Außerdem habe ich diese Vision. Ich bin mir sicher, dass sie etwas zu bedeuten haben. Das kann doch alles kein Zufall sein. Komm schon, gib mir den Stein und ich finde Shana. So schnell werden dich die Askel hier sicher nicht finden. Ah, das ist ein Fehler. Aber nun gut, ich werde dir den Flüsterstein anvertrauen. Danke, du wirst es nicht bereuen. Bitte beeil dich, Sedgwick, und hüte den Stein wie deinen Augapfel. Wenn ihm etwas passiert, sind wir alle geliefert. Okay, okay, dann haben wir diesen Stein und er ist, wieder erwarten, kein normaler Stein. Ich hätte jetzt einen normalen Stein erwartet. Ja, aber diese Folge hat ja nun leider wieder schon sein Ende gefunden. Und dann würde ich sagen, geht's weiter in der nächsten Folge, in Folge 5 dann von... The Whispered World. Tschüss, eure Julia.